Dann, liebes YouTube, einen wunderschönen guten Tag auf YouTube. Hä? Willkommen zurück zu World of Warcraft. So sollte ich vielleicht besser sagen. Das macht mehr Sinn. Ja, liebes YouTube, schön, dass ihr auf YouTube eingeschaltet habt. Wir haben übrigens so eine Essenz des Wassers verkauft. Finde ich sehr nice. Mittlerweile auch über 1000 Gold. Super. Entschuldigung. Ich würde heute ganz gerne die Instanzen machen. Wir werden gleich zum Kloster aufbrechen und anschließend noch Burg Schattenfang machen. Das werden wir wahrscheinlich nicht alles in einer Folge schaffen. Wir werden da wahrscheinlich zwei Folgen für brauchen. Aber eine Sache vielleicht nochmal zu Beginn. Ich wollte nochmal kurz gucken, kann ich noch ein bisschen alchemistische Sachen hier machen. Wir könnten schwache Mana-Tränke machen. Wir brauchen schwache Heiltränke. Und dafür brauchen wir Friedensblumen. Ja, wir brauchen Friedensblumen. Lass mal ganz kurz gucken, was kosten Friedensblumen denn überhaupt beim Friedensblume. Eine Friedensblume kostet 8 Gold. Wow. Da kann ich die besser selber sammeln. Vermutlich, weil sehr viele dieses Problem haben. Na, okay. Na gut. Wir fliegen mal raus hier. Raus hier. Ach, wisst ihr was? Wir machen einfach mal, was wir noch nie gemacht haben. Wir gehen einfach mal den normalen Weg nach draußen. Wir nehmen jetzt mal nicht die Kanalisation. Wir nehmen einfach mal den Aufzug. Einfach, damit wir es hier einfach mal gesehen haben. Hier. Dudeludelud. Warten, müssen wir kurz warten, bis der Aufzug da ist. So. Einmal in den Aufzug rein. Dann fahren wir nach oben. Und dann war da. Entdeckt Aufzug. Warte mal, welcher war denn nochmal der richtige Ausweg jetzt hier? Well, ich glaube hier. So, jawohl, der Thron von Lordaeron. Früher ja mal ehemaliges Menschenkönigreich, ne, wie man auch hier unschwer erkennen kann. Gut, der hat sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen. War bestimmt früher mal eine richtig schöne Stadt. So. Und da wären wir dann quasi draußen. In Tiris Fall. Und wir fliegen jetzt einmal hoch zum Kloster. Wir werden auf dem Weg dorthin auf jeden Fall nochmal Blumen mitnehmen. Ganz wichtig. Denn wir brauchen welche. So, die Gegner alle mittlerweile auch Stufe 30. Die haben auch hart gelevelt. Wenn ich denn Blumen finde. Das ist nicht so blumig aus. Blumen habe ich aber aktiviert, oder? Ja. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass es hier in Tiris Fall Unmengen an Kräuters gibt, aber well. Irgendwie nicht so. Da oben sehen wir schon die Spitze des Klosters. Und es waren, glaube ich, drei Instanzen im Kloster. War immer relativ kurze. Aber drei Stück. Toll. Wir nehmen auf jeden Fall unterwegs noch Blumis mit. Nicht eine einzige haben wir jetzt gehabt. Das scharlachrote Kloster. Hätte jetzt genug Kanalpunkte für VIP, aber bin ja schon Mod. Ich weiß gar nicht, man kann nicht VIP und Mod gleichzeitig sein. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Okay, es sind doch nur zwei, scheinbar. Zwei Instanzen. Okay, habe ich mir schon fast gedacht. Wir haben einmal scharlachrote Hallen und scharlachrote Kathedrale. Ich glaube, die Hallen kommen zuerst. Okay.
So, jetzt gucke ich nochmal eben. Schwierigkeitsgrad heroisch. Jawohl, das funktioniert. Wir mal hier alles auf High stellen. Und dann ab in die scharlachroten Hallen. Da ist jetzt Mist auf Pandaria. Eigentlich, die wurden zu Pandaria, glaube ich, nochmal verändert. Aber wir machen sie trotzdem jetzt schon. Ich bin von den Verlassenen. Unsere Zeit wird kommen. Das Wichtigste zuerst. Wir müssen dringend einige Kreuzfahrer loswerden. Und wenn ich davon spreche, den scharlachroten Kreuzzug loszuwerden, meine ich ihn auslöschen. Alle Kreuzfahrer bis hinunter in die untersten Dienstränge. Denkt dran. Geduld und Disziplin. Hier in den Hallen gibt es ein Buch, das großen Wert für mich hat. Aber leider befindet es sich im Besitz von Flammenwirker Kögler. Fort Kögler. Ich habe schon mehrmals versucht, in seine Nähe zu kommen, aber es hat nie funktioniert. Vielleicht habe ich ja mehr Glück. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Aber passt auf euch auf. Ich habe gehört, dass er komplett wahnsinnig geworden sein soll. Der Flammenwirker plant, alle Bücher der Bibliothek zu verbrennen. Wahrscheinlich wird er dabei gleich die scharlachroten Hallen selbst niederbrennen. Fürchtet die Lebenden. Das ist aber scheiße. Einmal mit, was ist das hier? Einmal mit frischigem Hundefutter? Oh. Gut, ganz offensichtlich hat das sich mit dem scharlachroten Kreuzzug Gemoppel hier erledigt. Warum können wir die denn hier nicht one-hitten? Was ist da los? Warte mal. Waren die jetzt Level 35? Jo, Level 35, okay. Moment. Ich glaube, ich weiß warum. I know why this is so. Warte mal, ich brech die nochmal ab. Ja, hier, weg. Weil, das ist ja ein Pandaria-Dungeon. Und Pandaria geht bis Level 35. Das heißt, ich port mich nochmal zurück nach Unterstadt. Das heißt, dass wir wahrscheinlich hier erst ab Level 40 die Möglichkeit haben, die zu one-hitten. Okay, dann machen wir noch kein Kloster. Dann machen wir halt lieber den. Den, der die Burg Schattenfang. Da wir unterwegs allerdings keine Friedensblumen haben werden, sondern höchstens so eine Silberblatt und so weiter. Einmal zum. Ja, hier zur Frontlinie können wir hin. Upsi. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das Pandaria war. Ich dachte auch Kataklysmus. Aber ja. Gut, wir probieren es nochmal so in 5 Level. Wir sind also so gesehen jetzt schon zweimal gestorben mit Gilga. Ah, ein Silberblatt. Einmal im Kampf gegen Infernus, Fragezeichen. Und einmal jetzt gerade. Wobei ich halt oft mich frage, sollte ich denn das Kloster dann jetzt schon machen, wenn es Pandaria-Content ist? Ich frag mal den Chat, was halt, also was würdet ihr denn sagen? Sollen wir die Instanzen, die halt jetzt, ne, sowas wie Kloster halt Pandaria-Content ist, warum auch immer, dann lieber erst auch machen, wenn wir Pandaria machen? Jetzt unabhängig davon, ob wir das mit dem Pandaria-Charakter machen oder hier mit Gilga, oder sollen wir das jetzt schon machen, sobald wir die Möglichkeit haben? Mit einer Gruppe machen? Nee, nicht mit einer Gruppe machen. Dann müsste ich ja mit anderen spielen und dann müsste ich ja meinen Charakter ernsthaft spielen. So, nee. Wenn dann jetzt, okay. Dann machen wir das, sobald wir die Möglichkeit haben mit Gilga.
Wurzel. Also ich denke mal, wir werden nur 5 Level brauchen, dass wir halt 5 Level über dem jeweiligen Content Höchstlevel sind. Wie gesagt, bei Pandaria ist es 35, also 40 bräuchten wir. Zu Mr. Fanaya wurde das nur verändert. Ja, ich habe auch nur das im Kopf, dass es halt irgendwie verändert worden ist, aber eben nicht, dass es halt großartig anders ist. Ah, okay, verstehe. So, aber Burg Schattenfang können wir machen. Und ich glaube, dort war der Endboss nämlich der Gute, der uns verraten hat. Wir schauen einfach mal. Burg Schattenfang. Lord Godfrey, genau. Baron Ashbury, Lord Walden und Lord Godfrey, die drei, die uns verraten haben. Mal eben den hier. Und Todesfischer-Kommandant Belmont ist wieder da. Ja! Ja doch, Classic-Kloster und so sehen anders aus als die von Mr. Pandaria. Ich kann mich an das Classic-Kloster gar nicht mehr so erinnern. Ich bin von den Verlassenen. Dachtet ihr, dass eine Handvoll Worgengezücht mich aufhalten kann? Ha! Zu Lebzeiten war Burg Schattenfang Teil des Königreichs Lordaeron. Also ist es nur gerecht, dass es den toten Verlassenen gehört. Godfrey und seine Komplizen sind bestenfalls kleine Hindernisse und natürlich freuen wir uns, sie als Strafe für den verratenen dunklen Fürsten beseitigen zu können. Ashbury hat sich bei der Vorderseite der Burg niedergelassen und ist einem Angriff gegenüber völlig ungeschützt. Bereitet uns einen schönen Anfang, ja? Denkt dran, Geduld und Disziplin. Okay, so, wie kommen wir denn hier rein? Achso, hier vorne. Geisterhafter Stallknecht. Geht fort, ihr solltet nicht hier sein. Gut. Okay, die sind aber auch 35. Ich verstehe das nicht. Die können wir auch noch nicht besiegen. Was haben wir damals mit Harkainet gemacht? Haben wir mit Harkainet erst auf Level 40 Instanzen gemacht? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann ich mir so gar nicht vorstellen. Wisst ihr das vielleicht noch? War so doof gefragt. Müsst ihr jetzt selber in die Folge reingucken, ehrlich gesagt. Wo ist denn... Ach, da hinten. Vor allem, was machen wir denn dann jetzt? Das bringt meinen ganzen Plan durcheinander. Eigentlich habe ich gedacht, dass wir jetzt so ein bisschen Instanzen machen und alles gut, aber... Was ist? Tschüss. Ich habe eine andere Idee, was wir machen. Wir sammeln einfach nochmal ein paar Kräuterlies. Wir brauchen Friedensblumen. Und wir müssen so oder so irgendwann machen. Ob wir es jetzt machen oder später, spielt dabei ja gar keine Rolle. Und wenn wir schon mal dabei sind, würde ich halt auch hier schon mal ein paar mitnehmen. Magus Königskraut. Hallöchen Tasty, ich grüße dich. Ich hoffe auch dir geht es gut und du hattest einen wunderbaren Vormittag. Du bist halt nicht in Chromie Time, die du in OG findest. Aber ich habe damals mit Hakainet doch auch keine Zeitlinie mit Chromie ausgewählt. Ich meine, wir können spaßeshalber einmal rüber nach OG flitzen. Du dummer Köter. War nicht Katze, Blut erbrochen. Wir waren bis eben beim Tierarzt. Sache, die muss eingeschläfert werden. Prima Tag bis jetzt. Oh nein! Warum? Warum ist das so?
Es ist aber nicht gut, wenn Katzi... Ich mag nicht, wenn es Katzi nicht gut geht. Aber geht's Katzi denn, also konnte der Tierarzt denn was machen? Geht's Katzi wieder ein bisschen besser? Abgesehen davon kann ich die hier genauso umnocken, alle. So wie damals mit der Kainet. Alles sehr merkwürdig. Dehydriert und hatte sich wohl im Magen verdorben. Der war einfach super schlecht. Hat jetzt Infusionen und zwei Aufbauspritzen bekommen. Jetzt erstmal abwarten. Die ist halt so alt schon, da trinken die nicht mehr genug. Soll mal beobachten, eventuell nochmal Blut abnehmen. Aber jetzt scheint es erstmal besser zu gehen. Oh nein, oh Gott. Ja, ich hoffe, also ich drücke die Daumen. Ich hoffe, das wird jetzt dafür sorgen, dass es hier besser geht. I hope so. Danke, dass Liebe jetzt erstmal hier entspannt runterkommt. Ja, ich helfe gern, wo ich kann. Und wenn es nur mit einem läppischen Streamy ist, der in der Situation zwar nichts verändert, aber zumindest mental vielleicht ein bisschen für Entspannung sorgt. Tut mir leid. Oh, ich glaube, ich habe ihm jetzt gerade hier sein Silberblatt weggenommen, was er looten wollte. Tut mir leid. Weißt du, da kommen immer diese blöden High-Leveler und schnappen einem den ganzen Loot weg. Weil die halt schon fliegen können und deswegen schneller an die ganzen Kräuter drankommen. Ja gut, dann eine Runde durch Tiris Fall, weil hier gab es Friedensblumen. Aber wie gesagt, ich habe mit Herr Keine damals auch keine Timeline ausgewählt, weil wir ja ganz bewusst die Standard-Timeline, die Classic- bzw. Kataklysmus-Timeline spielen wollten. Weil Classic in dem Sinne geht ja nicht mehr. Was haben wir hier? Silberblatt. Kannst du doch auch machen. Was, Classic? Classic? Nicht, dass ich wüsste. So, ach ja, es gibt ja kein Zeppelin mehr. Es gibt jetzt so die Portale. Gut, das macht die Sache ein bisschen einfacher. Ich schaue jetzt mal bei Chromi, ja? Wir gehen einmal kurz nach Orgrimmar, da können wir nochmal gucken, wie es im Flammenschlund aussieht. Aber wie gesagt, ich habe auch bei Hakainet damals nichts ausgewählt. Ich muss mal eben den Ventilator anmachen. Ist doch ein bisschen warm hier. So. Katan Classic ist eine Timeline. Wenn du keine auswählst, ist es BFA oder so. Ist nur ein Hinweis. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Oh, hallo. So, wähle eine Zeitlinie. So. Battle for Azeroth, Draenor, Legion, Schattenlande, Wildnis und Banner, Portal zur Scherbenwelt, Lichtkönig, Kataklysmus. So. Also, ne? Wir können jetzt Kataklysmus auswählen. Wer hätte gedacht, dass jemand mit dem Namen Todesschwinge so viel Zerstörung mit sich bringen würde?
In die Tafel. Da. Für euch habe ich immer Zeit. Wie viel Zeit in der Gegenwart zurückkehren? Sind wir bei Hallo oder Tschüss? Ich verliere den Überblick. So. Überlege ich gerade, das möchte ich eigentlich nicht machen. Damals auch nichts ausgewählt. Würde mich doch sehr wundern. Ich probiere es jetzt nochmal hier im Flammenschlund. Wie ist denn das jetzt hier? Okay, ist drin. Flammschlund. So, ich will die ganzen Quests hier gar nicht machen. Ich will nur mal probieren. Okay, die kann ich aber auch nicht angreifen. Die sind auch 35. Dann wird es damit nicht zusammenhängen. Okay, pass auf. Ich gehe nochmal in die aktuelle Timeline zurück. Ich bin nicht im Kampf verwickelt. Ich will das nämlich nochmal austesten. Das skaliert mit deinem Level. Okay, Nami, dann sag doch, wie haben wir denn mit Hakainet die alle solo gemacht, die ganzen Instanzen? Wenn das ja mit dem Level immer mitskaliert. Es ist nämlich der Drache Oma nicht da. Warte mal. Haben wir das nicht schon mal gemacht? So. Gehen wir in die aktuelle Timeline zurück. Jetzt müssen nämlich hier, glaube ich, auch. Okay, Drache ist gerade nicht da. Es kann halt einfach sein, dass wir nochmal etwas warten müssen. Alles klar. Beziehungsweise, ich will nochmal eben eine andere Sache gucken. Sekunde. Ich lock mich mal kurz bei Hakainet ein. Der ist ja in Orgrimmar stationiert. Und dann schauen wir einfach mal, wie es bei ihm ist. Ob die jetzt auch alle Level 35 sind oder ob die jetzt wie auch immer sind. Das war alles vor Chromi-Time möglich oder halt Max-Level. Naja, wie du siehst, also wir sind 48, das ist weder Max-Level und wir haben es aktuell, ne? Also von daher, ich gehe mal rein. Gucke mal, was haben die momentan für ein Level? 30. Und die kann ich alle, ne, hier schön one-hitten. Bam, alle weg. Okay. Funktioniert einwandfrei. Ist halt nur die Frage, warum sind die jetzt Level 30 und die bei Gilgar sind alle Level 35? Das verstehe ich nicht so ganz. Weil du keiner Timeline mehr gebunden bist und Classic an sich geht bis 35. Okay, hier bin ich nämlich auch in keiner Timeline. Okay. Das geht bis 35. Wir probieren einfach nochmal. Wenn wir jetzt nochmal irgendwie ein Level aufsteigen oder sowas, wie es dann aussieht. Ex nochmal ganz kurz.
Vielleicht, weil wir jetzt genau Level 35 sind. Wenn du eine Timeline gewählt hast, geht das bis 60. Ja, das will ich ja erst recht nicht. So, wir gehen einmal zurück nach Unterstadt. Wo ist Unterstadt? Silbermond. Jadewald. Dalaran. Wo ist Unterstadt? Unterstadt unten? In der Zeit, Schattrat. Hä? Achso, es kann natürlich sein, ja. Eigentlich müssten wir dann mit dem Zeppelin nach Unterstadt fliegen. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch beim Zeppelin-Platz sein. Mach doch sowas nicht, Spiel. Also level ich am besten Timeline-Cutter auswählen, dann kann ich bis Level 60 in Cutter leveln bzw. questen. Ja, das glaube ich dir. Warte mal, ich weiß nicht, warum ich das jetzt tue, aber ich nehme einfach mal diesen Flugpunkt hier mit. Welcher Zeppelin war das denn? Hier geht es nach Unterstadt. So. All right. Denn hier raus? Mal eben gucken, dass ich hier durch die Kanalisation rausfliege. Müsste hier irgendwo sein, ne? Da vorne ist der Ausgang. Muss ja auch gehen. Ja, wir haben keine Timeline ausgewählt. Deswegen gut, vielleicht weil 30 und die nochmal, weil es Instanzen sind, nochmal wie gesagt 5 Level höher und, ach, wir gucken mal. Wir schauen einfach mal. So, dann lasst uns nochmal in dieser Folge, wie gesagt, ein paar Blümchen pflücken. Silberblatt. Nehme ich auch mal mit. Muss halt schwache Heiltränke machen, die ich dann verbessere. So, noch ein Silberblatt. Dann haben wir davor noch ein Silberblatt. Sehr viele Silberblätter. Friedensblumen wären mir lieber. Eine Erdwurzel. Silberblatt. Naja. Nehmen, was wir kriegen. Schnauze. Vielleicht schaffen wir es ja mit Blümchen sammeln, ein Level-Up noch hinzubekommen. Dann könnten wir das rein theoretisch nochmal austesten. Da ist eine Friedensblume.
So, hier ist auch einer. Wir hatten doch am Anfang so unglaublich viele Blumen, wo ich halt die ganze Zeit nur hier beim Kalzen anwesend. Genau, sind wir ja auch schon. Wo wir halt die ganze Zeit nur am Blumensammeln gewesen sind. Blumi, Blumi, Blumi. Oh, wer ist das? Das ist Spinne. Nolo. Level 6 Jäger. Ein Silberblatt. Ich muss näher ran. Noch ein Silberblatt. Ins Blume. So, da vorne sind zwei. Einmal nochmal ein Silberblatt. Das ist zu weit entfernt. Ist jetzt nicht wahnsinnig spannend, ne? Aber wie ich ja schon gesagt habe, gibt Dinge, die müssen gemacht werden. Wo ist das denn jetzt hier? Hier oben? Was? Hier vorne war auch noch was. Das könnte eine Friedensblume sein. Ja. Auf offenen Feldern haben wir meistens Friedensblumen. Silberblätter wachsen immer an Bäumen und Erdwurzeln auch immer so in Klippenregionen. Was ist das? Das könnte wieder ein Silberblatt sein. So ist es auch. Dann hoffe ich mal, dass wir wieder also zwei, drei Sachen machen können. Erstmal leckere Möhreneintopf am Start. Boah, geil. Lecker, lecker Möhreneintopf. Wobei ich ja persönlich nicht so der Fan vom Möhreneintopf war. Ich meine, das ist okay, würde ich auch essen. Aber da will ich lieber so einen richtig schönen Grünkohleintopf. Mit Mettentchen. Geil. So, da müsste noch eine Erdwurzel sein. Yes. Grünkohl. Ah, verstehe ich gar nicht. Wie kann man keinen Grünkohl mögen? Aber gut, du magst auch keine Pilze, Tessa. Also von daher hält sich meine Verwunderung dann doch in Grenzen. Rotkohl auch sehr lecker, wo wir gerade bei farbigen Kohl sind. Alias Blaukraut, wie es ja glaube ich in Bayern genannt wird. Ich bin außer Reichweite. Muss den mal kurz wegmachen. So, haben wir hier. Ich habe doch bestimmt auch noch irgendwo so ein paar. Ein paar Pflänzlis. Jo, hier kommt mal eine schöne Erdwurzel. Da brauchen wir auch noch was. Wahrscheinlich auch noch mal eine Erdwurzel. Ne, ist überblatt. Okay.
Grünkohl ist sau lecker. Ja, eben. Grünkohl ist mega, mega nice. Toll hier oben. Ich meine, jetzt mittlerweile ist es kein Problem, aber wenn du da unten stehst, dann bist du schon so ein bisschen gearscht, ne? Oh, verirrte Seele. Wir haben einen Beutel bekommen. Okay. Ihr seid eklig. Ah. Gestern hat sie sich noch beschwert, weil ich ihr keinen Geschmack vorgeworfen habe. Mann, Mann, Mann. Das ist zu weit entfernt. Also nur für alle, für die es noch nicht offensichtlich ist. Ich habe jetzt keine spezielle Farmroute jetzt hier aus dem Internet rausgesucht. Es gibt ja für alle Länder immer diese speziellen Farmrouten, wo man welche Sache am besten farmen kann und welcher Richtung man dann fliegen muss und so weiter, um möglichst viel mitzunehmen. All das habe ich natürlich nicht. Da hinten ist ein Kraut, hier war aber auch noch eins. Das würde ich mal eben mitnehmen. Nicht? Okay. Im Kopf, dass hier noch eins war. Hm. Was ich übrigens sehr feiern würde, wäre es, wenn es irgendwann die Vrykul als spielbare Rasse geben würde. Aha. Bei WoW. Natürlich für die Horde. Ich meine, die sind prädestiniert für die Horde. Die Vrykuls. Das wäre schon richtig geil. Dann so einen schönen Vrykul-Krieger. Ist dann so, als wenn man einen Wikinger spielen würde. Mach nichts draus, ich stehe hinter dir und sage, was? Und sag du nicht, was? Sage du nicht in der Schattengestalt bist. Also sagst du, wenn ich nicht in der Schattengestalt bin. Ja, das tust du, das stimmt. Da brauche ich keine Angst haben, da kriege ich schon Haue. Wehe dem, ich wage es zu kämpfen, ohne in der Schattengestalt zu sein. Ja, Hübchen. Wurzel? Keine Ahnung, wie viel wir jetzt mittlerweile gesammelt haben. Das Gefühl, noch nicht so allzu viele Friedensblumen. Level up nur mit Blumen? Boah, könnte schwer werden. Da brauchen wir ein paar viele Blumen für. Gibt auch eine lustige Glyphe, dass die Haustiere in einer Schattengestalt sind. Okay. Hat das, ist das jetzt nur rein optischer Effekt oder haben die dann auch irgendein ein Buff drauf? Dass die genauso wie ich dann einen höheren Intelligenzwert haben oder... Glaube ich, haben wir dann, ne? 10% ja gut, erhöhten, verursachten Zauberschaden ist 10% erhöht. So, nicht erhöhten Intelligenzwert. Ne, nur optisch, okay. Da muss ich sagen, finde ich es gar nicht mal so interessant, weil ich... Also rein optisch muss ich sagen, finde ich die Schattengestalt nicht so cool.
Weil man sieht halt den Charakter nicht mehr. Man ist halt einfach noch irgend so ein Schemen. Und das finde ich halt immer ein bisschen schade, weil ich möchte mir natürlich auch die coolen Rüstungen und so ansehen, die ich halt trage. Stoff. Schattenhafte Freunde heißt die. Aber ich, ja, ist ja nice. Normale von dir kann man etwas verblassen. Okay. Ja gut, der ist schon okay. Ich würde sie so lassen, wie sie ist, einfach damit ich auch sehe, dass ich in der Schattengestalt bin. Auch mit einer Glyphe, okay. Nur mit den ganzen Glyphen. So, da hinten ist wieder dicke, fette Spinne. Sriskulk. Jetzt ist sie död. Hier wieder eine Robe, 66. Plus 1 Intelligenz, plus 7 Vielseitigkeit. Die ist sogar ganz geil. Auch wenn wir da nicht mal unsere lila Kutte anhaben. Jetzt haben wir so ein richtig Neongrün wieder. Ich wüsste mindestens eine Person, die jetzt aus Prinzip die Lila wieder anziehen würde, einfach weil sie schöner aussieht. Aber ich gehe dann doch mal lieber nach dem, was uns bessere Werte gibt. Ist ja sowieso noch nicht so, dass wir hier auf Optik gehen. Das kann man immer noch machen, wenn man später mal so seine vermeintliche Endausrüstung hat. Das wird sowieso nie vorkommen. Weil wir die Charaktere ja gar nicht bis zum Maximallevel spielen. Ich weiß halt auch noch nicht, ob wir später quasi wenn wir Richtung Dracheninseln gehen, was noch in ganz ferner Zukunft ist, Freunde, da müssen wir ja, glaube ich, mindestens Level 70 sein. Ob wir dann quasi mit dem Charakter, mit dem wir auch die Schattenlande gemacht haben, dorthin gehen? Oder ob wir nochmal einen komplett neuen Charakter machen? Ein Draktyr zum Beispiel. Würde sich ja anbieten. Dass wir dann einfach nochmal einen von den neuen Draktyrs machen. Irgendwann ist es auf 60 mal lieber, okay. Echt? Ist 70 das maximale? Ja, stimmt, 70 ist das Maximallevel. Entschuldigung. Ich habe irgendwie im Kopf, dass das 80 das Maximallevel im Spiel momentan ist. Ne, klar, 70. Dann, wie bei Burning Crusade damals. Ne, dann ab 60. Entschuldigung. 70 ist was aus der Lich King? Ne, das war 80. 60 war damals Classic, 70 war Burning Crusade, 80 war Lich King, dann bis 85 war Kataklysmus. Okay, Classic versus Lich King ist bis 80. Okay, ja, aber das damals war auch bis 80, weil wie gesagt, Kataklysm war bis 85, Pandaria war bis 90, Draenor war bis 100, Legion 110, Battle for Azeroth bis 120 und dann haben die nämlich runterskaliert, dass es wieder bis 60 geht bei Shadowlands. Deswegen ist Tang Kong, mein eigentlicher Main, auch Level 50, weil ich Shadowlands mit dem ich gespielt habe. Ja, also, was weiß ich noch? Schlaues Kerlchen bist du. Ich bin klug, mit K geschrieben. Hier ist auch eine Friedensblume. Ja, sind wir einmal im Kreis geflogen. Wir können mal hier so ein bisschen gucken. Da waren wir noch nicht. Ein Silberblatt. Silberblatt.
Ist das eigentlich eine fliegende Spinne? Das ist ein Blutschwärmer. Das ist, ja, wahrscheinlich auch irgendwas Arachnoidiges, weil es 8 Beine hat, aber dann irgendwo mit diesen Flughäuten und, ja. Ich weiß nicht genau, wie man das dann definieren möchte. Aber es heißt offiziell Blutschwärmer der Expedition. Schön, wie hier die toten Fische drin schwimmen. Oh, fliegende Spinne ist auch gut. Stellt euch mal vor, Spinnen würden fliegen können. Die hätten wirklich so 2 Flügel, mit denen sie fliegen könnten. Und dann wird ja einfach so eine fette Spinne einfach so ins Gesicht fliegen. Bäh. Theoretisch können Spinnen fliegen. Ja gut, im Prinzip lassen sie sich halt vom Wind treiben, ne? Wenn sie halt irgendwo an Spinnennetz, also Spinnenfäden dranhängen. Ich würde das jetzt nicht unbedingt fliegen bezeichnen. Mehr so ein, wie gesagt, so treiben lassen, aber... Ja. Ich habe auch noch nicht gesehen, dass halt die größeren Spinnen das machen. Das sind dann, wenn wirklich immer nur diese Minispinnen, bei denen man das gesehen hat, die dann so, ne, so durch die Gegend geflogen sind. Und ganz ehrlich, wenn die Spinne zu klein wird, weil das so wirklich so eine Mini-Mini-Mini-Spinne ist, dann pustet man die einfach weg und ist fertig. Ganz ehrlich, das kriegst du auch eh nicht mit, ob es jetzt so eine Fruchtfliege ist, die dir ins Gesicht fliegt, oder eine kleine Minispinne. Wenn alle Spinnen auf der ganzen Welt sich zusammenschließen würden, könnten sie die Menschheit auslöschen. Da musst du aber auch unterstellen, dass sie, eine annähernd menschliche Intelligenz besitzen. Dann ja. Aber das ist im Prinzip egal, weil... sehr viele Tiere dann auf dieser Welt könnten die Menschheit auslöschen, wenn sie sich zusammenschließen. Das ist ja der Grund, warum die Menschheit die Vorherrschaft auf diesem Planeten hat, weil sie intelligent ist. Also. Meisten zumindest. Viele. Einige. Ich hab nichts gesagt. Wollen wir hier nochmal kurz die Friedensblume mitnehmen? Dann nehmen wir das Silberblatt nochmal mit. Chef, das ist ganz normaler Tag. Du gehst spazieren, auf einmal kommt so ein Typ und lässt dich explodieren. Schön. Oh ja, komm, wir fliegen mal wieder rein. Wir fliegen mal wieder in unseren Bau. Wie viel haben wir jetzt? 6. 55 Friedensblumen. Das kann ich gar nicht richtig sehen. 80 Silberblätter, 26 Erdwurzeln, 10 Magus Königskräuter. Boah. Na gut, Magus Königskraut ist jetzt nicht so wichtig. Aber da sollten wir vielleicht schon mal ein bisschen wieder was machen können. Wir gehen mal direkt hier ins Apothekarium. In der Hoffnung, dass wir vielleicht mal so ein paar neue Sachen lernen. Einfach nicht rüberfliegen kann, weil er verwandt ist. So, lalalalap. Raus mit der Sprache. So, Neues gibt's nix. Dann jetzt hier. Classic. Elixier der schwachen Seelenstärke. Achso, lass vorher nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt anfangen, nochmal eben ein paar Fiolen holen. Wir haben noch 10. Das Geräusch, was dieser Blutschwimmer macht, ist dann eben mal ein bisschen eklig. Dieses Klackern.
So, ich glaube, die haben wir hier holen können. Hallo? Yes. So, können wir nochmal eben hier Zeugs verkaufen, was wir nicht brauchen. Ganz ehrlich, den kleinen grünen Beutel, den kann ich auch verkaufen. Einen 6-Platz-Taschenbehälter. Nee. Anfang ganz nice. Oh, das ist ja flimmern. Anfangs ganz nice, wenn man noch nichts hat, aber sobald man sich die Netherstofftaschen leisten kann, sind die halt relativ. Okay, wir könnten jetzt Elixier der schwachen Seelenstärke machen. Kostet auch eine Friedensblume. Oder wir könnten halt probieren, hier mit den schwachen Heiltränken hochzukommen. Damit wir die zu geringen Heiltränken machen können. Ich glaube, ich will das probieren. Mach mal 10. Könnte auch probieren, mit denen auf 90 zu kommen. Weil wir brauchen ja das Ergebnis daraus sowieso. Ja, und 3. Zwei. Wenn wir eben Durchlauf einen Punkt rauskommen, bin ich glücklich. Hier ist mal nicht. Auch nicht. Da haben wir wieder einen. Na komm schon. Na komm schon. Der letzte Punkt. Ernsthaft. Na. Sag mal. Jetzt aber. Hoffentlich ist das wichtig. Elixier der Wasseratmung können wir jetzt machen. Und Elixier der Weisheit. Sieg für Sylvanas. Oh, wir haben wieder... Oh, 76. Oh, Magus Königshofen, Wilddornrosen. Ja, bitte, ich will. Aber trotzdem mache ich jetzt erstmal hier die geringen Heiltränke. Das habe ich nämlich alle gemacht. Und solange die noch gelb sind... Aus. Ein. Über 100. Das hat jetzt nicht so funktioniert. Das ist gelb. Gelb. Ich glaube, ist... Ah, jetzt. Weil ich glaube, das ist dann nämlich eine Drop-Wahrscheinlichkeit von 50%. Ach komm, die letzten 6 mache ich jetzt noch weg. Scheiß drauf. Ist auch egal. Hat nochmal 2 Pünktchen gebracht. So. Elixier der Weisheit können wir machen. Erhöht eure Intelligenz eine Stunde lang um 1. Erstmal bis 110. Hallo. Dann haben wir einen Schwimmgeschwindigkeitstrank. Erhöht die Schwimmgeschwindigkeit 20 Sekunden lang um 100%. Haben wir Schwarzmaulöl. Und den etwas größeren Heiltrank. Dafür brauchen wir wahrscheinlich Beulengras, Wilddornrose und Kristallfiolen. Die dunkle Fürstin, okay. Können wir auch machen.
Eulengras, Wilddornrose und Kristallfiolen. Okay, hier brauchen wir aber nur eine Wilddornrose, ne? Aber wir haben halt sehr viele. Dann würde ich erstmal nochmal hier weitermachen. Weil ich glaube nämlich, dass das Elixier der Weisheit schneller auf Gelb runterstuft als der Heiltrank. Jetzt nämlich. Wusste ich's doch. Okay, ist die Frage, soll ich Geld noch mitnehmen? Na komm, lass hier weitermachen. Irgendwie sicherer Beulengras, okay. Das finden wir tatsächlich nicht ganz so häufig. Mein 5er Steps. Und ich behalte die Heiltränke und sowas alles. Bei Alchemie sollte man seinen Ertrag nie verkaufen. Wie ich gelernt habe. So. Was jetzt? Ein geringer Mana-Trank. Starkes Trollblut-Elixier, benutzt regeneriert im Verlauf von 1 Stunde alle 5 Sekunden ein Gesundheit. Elixier der Verteidigung, erhöht eure Rüstung 1 Stunde lang um 1. Feueröl, Handwerksmaterial. Elixier der schwachen Präzision, erhöht eure kritische Trefferwerte 1 Stunde lang um 2. Unsere Zeit wird kommen. Wir können geringen Mana-Trank aus Würgetank brauchen wir dafür machen. Elixier der Verteidigung brauchen wir auch Würgetank für. Starkes Trollblut-Elixier, Beulengras für, hier Feueröl, Feuerflossenschnapper. Da müssen wir ja fischen. Da komme ich auch erstmal die hier fertig. Dafür nutze ich mal das Beulengras zu Ende. Da wir da nur eins für brauchen. Na guck mal, klappt ja ganz gut gerade mit den Punkten. Ja, 7 Punkte haben wir daraus bekommen. Nice. So, Elixier der Verteidigung oder geringer Mana-Trank. Im Prinzip ist es egal. Ich würde aber den geringen Mana-Trank machen, weil den können wir vielleicht noch gebrauchen. Ich mache erstmal 3, damit ich auf 145 komme. Und guck mal, ob wir vielleicht jetzt nochmal neue Rezepte kriegen. Ja. Elixier Feuermacht braucht auch wieder Feueröl für. Erhöht eure Kampfzaubermacht 1 Stunde lang um 2. Fürchtet die Lebenden. Eieieiei. Wir brauchen Feueröl. Und mal die beiden hier gerade. Obwohl, nee, warte. Ich mach nur eins. Dann habe ich nämlich Würgetank nochmal im Inventar. Naja. Aber wir haben schon mal gut was hingekriegt. Ich glaube, wir waren irgendwas mit 80 am Anfang. Jetzt sind wir 146. Das ist schon okay. Für einen Durchlauf. Wir haben sehr viel Magus Königskraut. So viel brauchten wir gar nicht. Machen wir eben den Kappes ins Inventar. Also in unsere Bank. So, hier Tränke, Mana-Trank, dann habe ich hier Elixier der Verteidigung, Elixier der Weisheit. So, passt. Okay, irgendwas ist hier auf. Ich glaube, das Beulengras war hier, ne? Ja, ja. Hallo, Hilfe. Okay. Ja, gut, dann würde ich an dieser Stelle für YouTube diese Folge erst einmal beenden, weil ich nämlich jetzt dann mit einem neuen Land weitermachen würde erst einmal. Dann gucken wir mal, dass wir das mit der Instanz nochmal nachschieben zu gegebener Zeit. Etwas kürzere Folge heute, ein bisschen kräuterlich sammeln, ein bisschen Alchemie weitergemacht, Erkenntnisse gewonnen. Ich guck mal, das mit unseren Händen hier drauf, wenn er sich hier dreht, das sieht immer so ein bisschen aus wie Augen. Hier, zwei Augen. Nase, Mund. Das sieht aus wie Augen, unsere Hände.
bisschen. Ja, nächste Folge dann wieder neues Ländlein und schau mal, was läuft. Danke fürs Zusehen. Bis dann und ciao, ciao.